auf meinem Kanal. Mafia 3! Mal was gucken. Audio. Also Musik aus. So, da gucken wir mal eben, wo wir hin wollen. So. Genau, hier hin. Schaufeln gern in Bäumen. Das macht mir Angst. Leck mich. Ich schieße jetzt. Lassen wir einfach, wir haben den jetzt einfach litten gelassen. Ich brauche Nachschub, Endpoint wird da. Bin gleich da. So. Was du brauchen kannst? Gutes Timing! Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Und dann fahren wir jetzt hier hin.
Pass auf! Achtung! Wo willst du denn hin? Meter lang Alligator mit zurück, den man nicht mal essen kann. Nein, danke. Als er mir den Heiratsantrag gemacht hat, die reinste Waschküche hier. Richtig, bleib ruhig und wir kriegen keine Probleme. Was war das denn jetzt? Der Hurensohn hat sich vermutlich in die Hosen gepisst. Die Menschen verwechseln den Legal nicht gerecht. Als ob die nicht eine Menge Gesetze hätten, die gut gemeint, aber schlecht gemacht sind. Da haben sie gerade was gehört. Mein Papa hat meinem Bruder und mir immer gesagt, was aus eurem Mund kommt, ist nicht für die Ohren von Trotteln bestehen. Als ich meine spätere Ehefrau zum ersten Mal auf einen Drink einlud, dachte sie, ich würde sie mit Schweigen strafen. Halt mich von mir aus für altmodisch, aber wenn man sich Sekretärin nennt, so dann hat man sich auf seinen Arsch zu setzen und eine weitere verdammte Abschrift zu tippen, anstatt das eine Maschine für sich machen zu lassen. Ich bin 14, 15 Stunden am Tag fühle ich mich, als könnte ich 100 Jahre lang schlafen. Ich habe gerade was Unschönes gehört. Aufs Kissen lege, Bosch. Was esse ich einmal und nie wieder? Hätte ich nie geglaubt, wenn ich es nicht selbst ausprobiert hätte. Aber Gott ist... Wo ist er hin? Eine verdammte Bewegung. Verloren. Ja, komm doch. Du kannst den Stadt stattfinden. Nicht so, als ob das schwierig wäre. Ich hatte einfach nie die Zeit dazu. Gib mir ein Bier, vielleicht ein Whisky und ich bin zufrieden. Hätte ich nie geglaubt, wenn ich das nicht selbst ausprobiert hätte. Aber Gott ist mein Freund. Komm hier, hey, hier drüben! Schnell, schnell! Ab 2000 sind sie verrückt. Oh, scheiße! Wollte ich auch im finsteren Fall. Ich zieh den Kopf ein. Ruf die Cops! Nein. Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Allein für Cobra 11 ist nichts dagegen. Ich wusste an Deutsch.
Sein Such noch nach uns. Aber die schütteln wir jetzt gerade ab. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Verschuldet. Wurde zuletzt letzte gesehen, als er bei Robert rein ist. Absolut. Sollte man meinen. Aber wenn es so wäre, würde ich nur das Gefühl haben. Ich habe keine Ahnung, was verflucht nochmal. Ich habe genug Ärger am Hals. Er gibt keinen Mucks von sich, oder? Oh.
aber wir könnten. Armer Teufel. So. Was zum Henker will der mit der Knarre? Der dämliche Hund hat sich killen lassen. Penner hat sich verdrückt. Ich muss noch in den Laden Milch besorgen. Ja, ich habe gerade einen Triumph bekommen. Ich weiß das gar nicht, wohin muss ich denn noch? Genau. Es war nicht leicht, den Schwarzgebrannten aus Sweetwater in die Stadt zu bringen. Respekt. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Etwas Geduld, bin sofort da. Dein Geld ist bei mir immer am sichersten, Chef. Pass gut drauf auf. Und direkt in die Bank. Als nächstes... Thank you.
die Kasse. Ja, wir haben eine Mail über ein gestohlenes Auto in Irish Point. Wenn eine Einheit Zeit hat, kann sie ja mal ein paar Aussagen aufnehmen. Der Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht mehr. An alle Einheiten. Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Warum sollte ich das tun? Er war da, stimmt's? Okay, suchen wir woanders weiter. Scheiße, ist er abgehauen? Nee, ich bin nicht abgehauen. Wie zum Henker kommt, er kann ja noch nicht weit sein. Scheiße. Überprüf die andere Seite. So. Scheiße, ist das eine Knarre? Ziele in Point Verdun identifiziert. Na klar, bin gleich da. So, jetzt wird es schön ungemütlich. Noch ein Mann. Und wie immer lasse ich dich schön verrecken. Ist auch immer eine Freude.
Ja. Ich werde mir gleich dann nochmal Verstärkung holen, wenn ich das Lagerhaus angreife. Kannst du ein paar Jungs auf dieses Ziel im Bayou ansetzen? Na klar, bin gleich da. Du kannst dich an mir vorbeischleichen. Schick mir ein paar gute Schützen raus ins Bayou. Na klar, bin gleich da. Thank you.
Motherfucker! Verdammt! Bin getroffen! Das hat verdammt gut getan! In Deckung! Jetzt! Schafft uns genau! Was auf dem Hals! Mann, hallo! Verdammt geliebt, das sag ich euch! Puff macht der Ballon! Das Arschloch hat mich getroffen! Brenn die ganze Zeit! Sie von dem kleinen alten Mann verstecken? Das war verdammt gewieft, das sag ich euch! Bis zum nächsten Mal. So. Dann ist die auch erledigt. Und schon können wir zurückfahren. Ich weiß, das Spiel ist ein bisschen brutal. Aber egal, ist nur ein Spiel. Wie sagt man sich bekanntermaßen auf Hessisch? Es kommt, wie es kommt. Wie sagt man sich bekanntermaßen nur gepott? Wat? Anstatt was sagt man hier in Ruckpott? Wat? Also, was los? Es kommt, wie es kommt. Mir die Vorfahrt genommen. Oh yeah, du hast mir die Vorfahrt genommen. Und jetzt über die Autobahn. Thank you.
Servers wird nicht happy sein, wie du sein Geschäft mit dem Fusel aufgemischt hast. Du hast Karls Aufmerksamkeit. Er ist in der Sweetwater-Brennerei. Irgendeine Idee, was mich da drin erwartet? Er ist so ein Sumpfheini, völlig ballerballer. Was glaubst du, wie der reagiert? Trotzdem könnte es sich lohnen, ihn in der Nähe zu behalten. Keiner kennt das Bayou so gut wie er. Ich schulde dir was, Nicky. Das kannst du laut sagen. Wer was wartet auf dich? Bin mal gespannt, wie du mit ihm klarkommst. Erstmal ein Auto. Ich bin in Point Verdun und brauche einen neuen Wagen. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß das zu schätzen. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Da kommt der Dienst schon von vorne. Oh. Überfahren sollst du mich aber nicht. Bescheid. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, Munition. So, Sprengstoff. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Da waren wir doch eben schon gewesen. Ziele in Point Verdun identifiziert. Na klar, bin gleich da. Jetzt soll dich der Teufel, du Wichser! Jetzt hab ich noch nie immer. Oh, Scheiße. Raus hier! Ich hab nichts gesehen, gar nichts. Weg hier. Ich geh in Deckung! Oh.
Verdanken! Los geht's! Ich gehe in Deckung! Ich hab ihn! Arsche sterben zuerst! Ich hatte den jetzt aber zuerst. Scheiße. Davon erholt er sich nicht mehr. Hört nicht auf zu suchen. Okay. Suchen wir woanders weiter. Hallo, wer ist da? Bringt mich ins Gott! Du und Burke, ihr könnt mich am Arsch lecken! Du redest zu viel. Stille ist leergeräumt, geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Schnappt ihm das Schlachthaus weg und diese Ratte Barbieri wird reagieren müssen. Thomas Burke kam als Kind in die Staaten, als sein Vater aus Irland floh, wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Burke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Sal Marcano auf. Burke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden.
ständig darüber, dass sie wieder ins Bayou fahren. Für die Aufgabe hole ich mir gleich wieder. Die mit mir den Laden stehen. Kreuzfeuer in Point Verdun wäre gut. Alles klar. Wir kommen gleich rüber. Mach, dass du wegkommst! Ich schieb dir die Knarre gleich in den... Das war mein Gast, das sag ich euch! Scheiße, nein, 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 nein! Heilige Scheiße, bloß weg hier! Geh sie aus dem Weg! Hey, hier drüben! Fantastisch! Oh, Scheiße! Ich hab ihn direkt... Nimm den Arsch runter, Vollidiot! Da! Seht ihr ihn! Boah, du bist so erledigt. Lass mich bitte nicht sterben. Und was macht ihr jetzt? So. Jetzt gehen wir nach oben. Das machen wir jetzt. Was ist denn mit der Rothaarigen gestern? Wir sterben wie die Fliegen! Ich gehe in Deckung! Ach echt? Ihr stirbt wie die Fliegen? Wichser hat ihn kalt gemacht! Bin ich ein Wichser? Na komm her, Joi! Schmeiß ich jetzt einen Molly! Aufgepasst, alles easy, das war klasse! Du und ich! Sag, was du noch zu sagen hast! Willst du dich vor dem kleinen alten Mann verstecken? Und Puff macht der Ballon! Überraschung, Sackgesicht! Das war verdammt gewieft, das sag ich euch! Ich rette dir den Arsch, du kleiner Hühnerdieb. Also los jetzt! Haben wir hier irgendwo noch? Das müsste hier sein, ja.
So, dann gehen wir jetzt hier wieder hoch. Lecker. Hier fehlt ein Knochenbrötchen. Frag mich jetzt, wo mein Auto ist. Ach, da. Da ist mein Auto. Stimmt. Und da haben wir so einen Sicherungskasten. Für die Telefonleitung. Als nächstes hin. Ach nee, hier waren wir ja schon. Ja, ja. Stimmt. Ich denke nicht, dass du dich mit mir anlegen willst. Siehst du hier irgendwo einen Willkommen? Ab ihn! Das ist deine Entdeckung! Ich habe den miesen Hurensohn im Visier! Ich bin in Point Verdun. Ich brauche ein paar Jungs mit Waffen für die Pisser! Alles klar, wir kommen gleich rüber. Der Vollidiot! Hab ihn getroffen! Ich hab ihn getroffen! Hab ihn getroffen! Ich hoffe, dass er es nicht getan hat. Jetzt holt dich der Teufel, du Wichser! Super, gut gemacht, Jungs. Thank you.
Connors Auto in Irish Point. Wenn eine Einheit Zeit hat, kann sie ja mal ein paar Aussagen aufnehmen. Keiner zahlt mehr an Sonny Blue. Hat ihm beim Schlachter Ärger beschert. Sonny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert, dass Sonnys schmierige Geldgeschäfte gestört worden sind. Genau. Und die Kacke ist echt am Dampfen. Sonny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Wir werden sehen. Bleib an der Cover, bis es vorbei ist, okay? Sonny ist wohl etwas angepisst über so einen farbigen Kerl, der seine Geschäfte stört. Ist sogar den ganzen Weg runter zur Fleischfabrik. Am besten ist es, wenn ich dann nochmal Verstärkung hole. Dann passt das. Weil der ist jetzt wirklich angepisst. Kann ich mir gut vorstellen. Oh ja. Ein Kreuzfeuer in Point Verdammt wäre gut. Alles klar, wir kommen gleich rüber. Kommt, geht ihr vor. Ihr kommt hinterher. Das war verdammt gewieft, das sage ich euch. Ich verschanz mich. Ich hab ihn getroffen. Scheiße, was? Hast du Angst, Arsch, und kann der Kerl etwa fliegen? Ich glaube, das Atmen ist hier noch irgendwo. Vielleicht ist er hier drüben? Hab ihn getroffen! Schau mal da drüben nach, okay? Irgendwie riecht das nach feiger Muschi da drüben! Nicht zurück, ihr Scheißer! Er ist hier drüben, ihr Flachwichser! Wir sind unter Beschuss! Kommt sofort her! Good night. Ja, immer wiedersehen. Er konnte noch nicht mal auflegen. Hab ihn getroffen. Fest.
versucht, mich kalt zu machen. Immer wieder sie. Du könntest der Bratwurstkönig von New Bordeaux sein, wenn du für mich arbeitest. Na, wie klingt das, Sonny? Na sicher. Ich mag es sowieso irgendwie, hier zu arbeiten. Gut. Burks Leute werden sich melden. Der Schlachthof ist sauber. Schick deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. Mr. Clay geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Cassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. Habt eine Menge Horrorgeschichten gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Jetzt schreiben wir selbst welche. Ja, das mache ich aber später dann.